Ja, hallo, herzlich willkommen von Woma Adventure. Schön, seid ihr wieder dabei. Und ja, diesmal geht's zum Camel Festival, zum King Abdul Aziz Camel Festival, besser gesagt. Und da haben wir Wahnsinniges erlebt, als wir sind ja mit anderen Offroadern unterwegs gewesen da. Und wir wurden wie VIP behandelt und konnten überall an die besten Plätze rein und überall mitschauen, wie das da so abläuft in Saudi-Arabien. Und ja, seht selbst und viel Spaß beim Schauen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum King Abdul Aziz Camel Festival und wie man deutlich sieht, werden da auch Kamele transportiert. So, das ist die Einfahrt Richtung Gelände für das Camel Festival. So sieht das aus. Aber zu viele Araber verderben vielleicht doch den Brei. Wir wissen gar nicht wohin jetzt. Ja, wir sind jetzt hier vom Camel Festival eingetroffen, haben uns irgendwo abseits hingestellt, aber ganz vergessen. Kommen uns alle besuchen und eigentlich wollten wir endlich mal was essen, aber ja, fahren halt dort Autos her, die Leute steigen aus und wollen halt ihre Gastfreundschaft uns zeigen. Die kommen einfach rein, ohne zu fragen. Jetzt sind wir nicht mehr alleine und bei den Fahrzeugen hier, die uns wieder gefunden haben hier in der Wüste beim Kamelfest, kommen natürlich auch gleich die Araber, die wollen wissen, was hier los ist. Es ist wie eine Zeltstadt hier mitten in der Wüste. Stadt-Hauptstadt, jetzt hier Straßenverkehr, aber diese wunderschöne Beleuchtung. Aber natürlich auch eine mobile Laundry. Hier kann man sich seine schicken Kleidungsstücke auch wieder stärken und waschen lassen. Das ist sozusagen der Camel Festival Boulevard. Und ja, man muss sagen, es ist eine reine Männergesellschaft hier. Frauen sieht man quasi kaum. Schnell am Boden sitzen. Oder lieber auf der Bank. Ja, so Fahrradfahren macht auch Spaß. Er hat mir jetzt mal sein Auto da gelassen, aber er möchte mal mein Rad probieren. Es sind so wirklich die Saudis. Und ein Big Event, das geht 40 Tage lang, aber wir bleiben natürlich nicht so lang. Und meine Freunde da, die Gruppe, mit der ich über die Grenze bin, sind auch angekommen gestern. Die haben sich anders überlegt. Ich war ja schon mal vorausgefahren. Und jetzt sind sie auch da und schon sind wir wieder zusammen, was wirklich schön ist. So, wir sind am Eingang angekommen. Und die Menschen sehen hier alle ein bisschen anders aus. Große Aufregung am Eingang. Innen in der Empfangshalle hier fürs Camel Race sieht es so aus. Da gibt es Sand, künstliche Palmen und jede Menge Sitzgelegenheiten. Jetzt sind wir hinter den Szenen. Das ist eigentlich fast interessanter als im VIP-Bereich. Wie steigt man nur mit so einem Rock aufs Kamel? So, die lassen uns alle kostenlos rein. Er ist der Mann, der uns da begleitet und uns zur Tribüne führt. Herzlichen Dank. René hat auch den Weg hier gefunden. Er muss erst die Hunde zurückbringen. I want to go to the VIP inside. To the VIP. Everyone's right. So, die haben extra Tribüne nur für uns mal hingestellt. Und hier findet das ganze Spektakel statt. Ich weiß noch nicht genau was. Aber ein paar Shows auf jeden Fall. Da drüben sind die Araber, aber jetzt machen sie dann hier auch auf. Oh, they're running away all the camels. Das hat nicht funktioniert.
funktioniert. So, wir haben einen Guide gekriegt und jetzt dürfen wir da sogar in die VIP-Lounge. Da muss man eigentlich teuer Eintritt bezahlen und wir dürfen kostenlos rein. Ja, das ist der Manager und der hat jetzt sein Okay gegeben. Wir dürfen rein in diese VIP-Lounge. Also hier sind die very important persons. Wir gehören eigentlich nicht dazu, aber wir dürfen jetzt da mal einen Blick reinwerfen in diese extra Lunch. Da gibt es auch Feines zum Kaufen. So, wir tauchen voll ein in die arabische Welt. Eine andere Welt als unsere, aber genau das macht sie so spannend. Sogar Sand. Also wir sind da am Kim Abdulaziz Kamal Festival und es ist wunderbar, wir sind da wirklich in der VIP Lounge, wir durften rein, um einen Überblick zu verschaffen. Wunderbar. Und hier geht's in die Tribüne rein. Wow! So, hier ist die VIP-Tribüne. Und hier gibt es Leckereien, spezielle Datteln. Hier ist wohl Kulturgeschichte abgebildet. Arabischer Kaffee. Herzlichen Dank. Ja, und so schaut das Ganze von der VIP-Lounge aus. Der Raum ist extrem tief runtergekühlt, man friert hier fast. Behandelt, überall reingelassen. Jetzt sind wir noch eingeladen worden von einem Millionär oder Milliardär zum Essen morgen. Und ja, es ist gewaltig, was wie gastfreundlich dieses Land und diese Menschen sind. Ja, wir müssen hier immer wieder herhalten für Fotos. Unser Gruppenfoto. So, jetzt sind wir endlich wieder mal draußen in der Wärme, weil es drinnen extrem kalt ist.
Und zwar wegen diesen Klimaanlagen, die sind riesig. Yes. Thanks, fine. Tja, Sponsoren sind hier auf dem Gelände und hier ist der Bereich, wo dann wohl auch Kamele versteigert werden. Wie die Paparazzi sind, die werden nur fotografiert. Und hier gibt es auch diese wunderbaren Araberpferde. Wir wollten eigentlich zum Essen fahren, aber anhalten darf schnell. Schon hast du das Fahrzeug voll. Halte niemals an. Hier wird gekocht und gebrutzelt und wir haben 2 Chapatis bekommen zum Essen. Wie sieht es denn? Ohne bezahlen. Schmeckt's denn? Hi! Hi, Kekars! Kaum lässt man sich nieder, will was essen, sind sie alle da. Hi, Kekars! Hi, Kekars! Hey, hey! So, auch hier findet ein Kamelrennen statt und wir gehen jetzt mal schauen. So, da ist der Eingang, da ist der Guardian und Saudi Arabia, yes, und die laden mich gleich ein bisschen zum Frühstück ein. Morgen um 8. Herzlichen Dank. So, da kommt die ganze Truppe zurück vom Rennen. So, jetzt bin ich auf dem Rennplatz in der Nähe auf jeden Fall. So, jetzt bin ich da ins Fernsehstudio eingeladen worden. Das ist ein Teil davon. Da ist das Rennen. Und besser kann man es fast nicht sehen. Und Tee gibt es natürlich auch, wie immer. Sehr gastfreundlich. Das ist das Fernsehstudio. Voll mittendrin. Wow. Es ist so ein riesen Anhänger-Trailer und hier wird das Ganze zusammengeschnitten. Hä? Und jetzt gibt's Tee. Also das hier ist die Rennleitung, das ist nicht das Fernsehstudio, das ist nebenan und die sagen, welches Kamel da eigentlich gewonnen hat. Das ist ganz knapp da in diesem Beispiel hier, sehr knapp. So, jetzt bin ich gerade live dabei neben dem Kameramann da oben auf dem Podest. Und da ist gerade der Ziellauf und irgendeiner von den vielen Kamelen hat gewonnen. Und die anderen folgen nach. Ja, das ist der Sieger, 56. Ja, er muss ganz schön Gas geben, um ihn einzufangen. Ja, wunderbar. Ein Riesengelände zu mir herkommen. 5 Kilometer mit dem Bike quer durchgefahren. Wir sind hier so important, dass wir jetzt sogar einen Chauffeur haben und der fährt uns diese 50 Meter. Ah, ja, meine ich fällt's hier. Der ist sonst immer mit der Gruppe. Bisschen Verkleidung. Und wird immer besser. Jetzt wird die Choreografie schwieriger. Hier werden die Kamele versteigert, das ist der Auktionsplatz. Da vorne wird sich besprochen, ob man weiter will oder nicht. Und Frechheit sieht, die anderen der Reisegruppe hocken direkt im VIP-Bereich. Also hier wird mal ein Kamel hochgeboten, schon bei 2,5, 2,6. Minimumpreis ist 250 € haben wir festgestellt. Jetzt sind wir hier 3000 Rial. Wir sind eingeladen von einem der reichen Milliardäre hier zum Essen und die Gruppe fährt mit ihm mit zu seinen Kamelen. So, wie gesagt, sind wir hier eingeladen von einem reichen Mann und jetzt bin ich mit dem Bike hergekommen. Jetzt geht es weiter, angeblich zu dem Prinzen. Mal schauen, ob das so ist. Und dann gibt es hier Essen. Jetzt sind wir hier in dieses Zelt eingeladen mit lauter wichtigen Herren.
So, wir sind hier eingetroffen, das ist die High Society und irgendwo muss hier auch ein Prinz sein, aber wir wissen nicht wer. Und jetzt gibt es hier zu essen für uns als Gruppe, schon interessant. Das ist das Essen, das jetzt wir bekommen, auch hier kredenzt. Der König ist mit der anderen Gruppe. Unsere Gruppe sitzt hier und darf hier sich. Also hier heißt es arabisch essen, hier isst man nur mit Händen. René hat sich was erfunden. Der nimmt hier einfach die Schaufel vom Hüftgelenk oder so. Nee, klar, das ist die Schulter, oder? Die Schulter? Nicht so einfach, das Essen hier. Dirty eating, not dirty dancing. Dirty eating. Thank you. In Deutschland kannst du das Rittermahl buchen. Die Technik muss ich erst lernen. Bist du? Jetzt kommt noch der nächste Vogel, aber wir sind eigentlich hackevoll und jetzt essen die schon wieder. Keine Ahnung, was das ist. Ja, ja, ja. Thank you. This is for Obelix. This is your meal, supposed to be your... You know Obelix? Obelix? What do you mean Obelix? Obelix. Asterix and Obelix. I don't know that, no. Nach dem Essen sollst du ruhen und dir die ganzen Hühnerfasern aus den Zähnen ziehen. So, nachdem der Prinz hier den Saal verlassen hat, sehen wir hier mal King René. Den neuen Prinz. Den neuen Prinz. Aber ein Hoch auf den neuen Prinzen. Steinigt ihn. Sitzt sich gut in dem Sessel. Gehen wir mal in so einen Big Trailer. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Hotel mit riesen Zimmer. In der Tolle. Also da allein ist ein Zimmer, ist wie ein Hotel. So, wir haben die Fahrräder hier gelassen, die Kinder haben die Akkus leer gefahren. Da wird mal schnell ein Pickup organisiert. Und jetzt werden sie zurückgebracht. So läuft das hier. So, jetzt werden wir zurückgefahren. Und da hinten fahren unsere Bikes mit. Wir sitzen jetzt hier nochmal auf dem Festivalgelände und natürlich macht auch Fußball nicht Halt vor Saudi-Arabien. Heute Finale und die Araber schauen Open Air zu. Wir haben einen Sitzplatz bekommen. Reserviert von einer Tourist-Guidin, die hier verantwortlich ist in der ersten Reihe. Das ist mal spitze. So, liebe Ladies, nachdem wir ja hier in einer Männergesellschaft sind und man zwischendurch mal auf Toilette muss bei so einem Fußballspiel, finde ich es jetzt hier echt angenehm, dass die Toiletten hier sauber und immer leer sind. Muss ja auch was Positives haben. So hört sich das an, wenn das dritte Tor für die Franzosen fällt. Da fahren die Kinder auch Autos hier. Ja,
Wir fahren Richtung Kamelmarkt jetzt hier beim Festival. So, willkommen in der Kamelwelt. Hier werden Kamele verkauft. Hier ist der ganze Platz voll mit Hunderten von Kamelen. Und wer noch eins braucht, ist hier an der richtigen Adresse. Da sind wir ganz junge. Also ihr seht, ich bin jetzt schon einen Kilometer hochgefahren und es geht da noch weiter und weiter. Das ist ein riesen Camel-Markt und mit diesen Lastwagen da, mit diesen Laster und Kran werden die hierher transportiert. Dieses Kamel redet mit mir. Ist das schön. So, hier erlebt ihr gerade so einen Transport. Hey, mal sehen, wie die da rumgetragen werden. So läuft das hier. Kamelverladung. Ob das Kamel das so lustig finde, aber ich glaube, sie sind es gewöhnt. So, hier gibt es Frühstück, Omelette mit Ei. Crepe auf Arabisch. Mit der Metallspachtel. Da wird gefeilscht und gehandelt, gegessen und verkauft. Alles, was der Kamelbesitzer so braucht. Also die Straßen entlang des Kamelfestivals sind ein einziger Marktplatz für alles mögliche. Tiere, Zubehör, Essen. Ja, wir fahren jetzt wieder weiter vom King Abdulaziz Festival und so ist das in diesem Land. Wir fahren jetzt 67 Kilometer geradeaus und dann müssen wir links abbiegen. So, das war es wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke für den Daumen hoch. Und ihr könnt mich auch auf Instagram abonnieren, wenn ihr wollt. Und auch unter Woma Adventure findet ihr mich da, weil da tue ich manchmal ein bisschen aktueller einfach ein paar Fotos rein, wo ich gerade bin, was ich gerade mache. Kurz und knackig. Oder eben auch Polar Steps. Unten findet ihr den Link, wo ihr meine Route eigentlich auch verfolgen könnt. Okay, danke und wir sehen uns schon bald wieder. Tschüss!